So, jetzt wird's ernst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt kommen wir zum Ehrenpreis des heutigen Abends. Wir ehren heute einen Helden, den Winnetou der deutschen Comedy. Er ist so aufrecht und edel und so schön daneben. Er hat so viel getan für uns Bayern. Er hat uns beigebracht, dass man im Norden auch lachen kann, und zwar nicht nur über uns. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn Markus Söder ein Poster von Otto Walkes in seinem Jugendzimmer gehabt hätte. Otto Walkes! Otto Walkes ist heute der Ehrenpreis. Ich weiß es nicht, Markus Söder, vielleicht wäre er ein Ottifant geworden und hätte uns viel Ärger erspart. Ja, also wir haben ja versucht, ein bisschen einen kleinen Film, aber das geht natürlich gar nicht, was Otto Walkes alles gemacht hat, vieles gemacht hat, Großes gemacht hat, in einen kleinen Film zu pressen. Aber wir Bayern heute sagen, gell, wir haben es halt trotzdem probiert. Ich heiße Otto und komme aus Emden. In Ostfriesland liegt das. Aha. Etwas Komisches, ganz seltsam. Mein Name ist Gerhard Gösebrecht. Theo, wir fahren nach Lotz. Nun, was wollen uns diese Worte sagen? Ist es nicht auch jener Theo in uns allen, der in so wunderbaren Worten vorkommt wie Theologie, Theodorant, Tee oder Kaffee? Milz an Großhirn, Milz an Großhirn! Was ist denn da los bei euch? Ich krieg ja überhaupt nichts mit. Brauchst auch nicht mitzukriegen, halt dich da raus aus dem Funkverkehr. Großhirn an Blutdruck steigen. Blutdruck an Großhirn, Blutdruck an Großhirn. In Ordnung, gestiegen. Leber an Großhirn, Leber an Großhirn. Wo bleibt denn der Alkohol? Ich krieg überhaupt nichts mehr zu tun hier. Wir sind hier zusammengebrochen, um auf die Gefahren hinzubeißen, die unserer Buttersprache drohnen. Verachten wir doch stur unsere Jugend. Wo reibt sie sich denn drum? In Spülhöllen und Prachtpokal. In schlechter Gesellschaft. Aber einen füllerfreien Satz aufzubrechen, das ringen sie einfach nicht hin, diese jungen Läuse. Mausetung. Wer wagt es uns hier aufzuhalten? Ich bin es, Robin Hood, der Rechner der Vererbten, der Versprecher der Nervten. Kutscher, fahr weiter, das ist ja nicht zum Aushalten mit dem Kerl. Hey, Aslo! Wer seid ihr überhaupt? Hier sind die sieben Zwerge. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Klosterfrau Melissengeist. Königswasser Petralon. Wir wünschen dich. Unser letzter Wille, immer mehr Promille. Und ich wohne hinterm Deich. Everybody, here we go! Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Ja.
Otto Walkes, bevor er kommt, gibt es aber jetzt noch eine Laudatio von jemandem, der genauso viel Maßstäbe gesetzt hat wie Otto Walkes. Er ist ursprünglich mal Sportreporter gewesen, Journalist. Er ist immer noch Sportreporter, so ist es jetzt auch wieder nicht. Also er ist einfach, ja, da schon so einer, bis ihn dann Rudi Carrell, der auch Maßstäbe gesetzt hat, als seinen Nachfolger von 7 Tage, 7 Köpfe berufen hat. Und seitdem ist er ja aus der deutschen Satirelandschaft nicht mehr wegzudenken. Er ist lebensnotwendig, also ganz ehrlich, ich kenne Leute, die würden eine Woche nicht überstehen ohne die Heute-Show. Hier ist Oliver Welke. Ja, schönen guten Abend. Eine Laudatio halten zu dürfen auf unseren heutigen Ehrenpreisträger ist wirklich eine unglaubliche Ehre. Wie oft sagt man diesen Satz, endlich stimmt er mal, meine Damen und Herren. Ganz kleiner Haken ist natürlich, über Otto Walkes haben ganze Generationen von Laudatoren schon vor Jahren wirklich alles Wichtige gesagt. Über seine Verdienste für den Humorstandort Deutschland oder über Schulhöfe in den 70ern und 80ern, auf denen wer gar keine Passagen aus Otto-Platten auswendig kannte, zwangsläufig im sozialen Abseits landete. Und zwar völlig zu Recht. Was soll man also noch sagen über einen Mann, der es sogar in den Duden geschafft hat? Und das ist kein Witz, im Duden steht tatsächlich das wichtige Wort Schniedelwutz. Allerdings mit dem idiotischen Vermerk Herkunft unbekannt. Liebe Duden-Redaktion, vielleicht bei Gelegenheit mal Schniedelwutz googeln. Oder vielleicht auch lieber nicht. Im Grunde ist Otto Walkes so ein bisschen wie Martin Luther. Man könnte sagen, er hat die Bibel des deutschen Humors neu übersetzt. Dafür gab es vor ein paar Wochen das Bundesverdienstkreuz von unserem Bundespräsidenten überreicht, Frank-Walter Steinmeier. Dabei ist Otto der Orden nicht einmal, sondern zweimal aus der Schachtel gefallen beim Fototermin. Wer das für ein versehentliches Missgeschick hält, hat das ganze Prinzip Comedy noch nicht verstanden. Kurz gesagt, es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Otto Walkes endlich zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wird. Was mir, wenn ich diese vorsichtige Kritik anbringen darf, was mir als alter Fernsehjunkie bei all den verdienten Ehrungen immer etwas zu kurz kommt, ist die Otto-Show. Die Älteren im Saal werden sich erinnern, dieses, und das sage ich ohne jede Ironie, epochale TV-Event. Das ist damals, kann man jungen Leuten gar nicht erklären, in den dunklen Jahren vor Erfindung der Mediathek tatsächlich nur einmal im Jahr gab. Man hat monatelang darauf hingefiebert und war todtraurig, wenn der Abspann kam. Ich habe diese Show wirklich geliebt und möchte heute mal ganz persönlich Danke sagen, vor allem für die Ausgabe von 1978, in der Ottos legendäre Reporterfigur Harry Hirsch sagt, ich stehe hier auf dem Marktplatz von Gütersloh, denn ich komme aus Gütersloh und wir kamen sonst nie vor im Fernsehen. Otto, du ahnst nicht, was das einer ganzen Region gegeben hat damals. Es war im Grunde sowas wie der Beweis, dass wir überhaupt existieren. Vor allem aber sind diese mit so unglaublich viel Herzblut und überbordender Kreativität gemachten Otto-Shows zeitlos und universell. Wenn Sie die heute sehen, und zwar ganz egal, ob mit Erwachsenen oder mit Kindern, jemand wird garantiert lachen. Ich behaupte sogar mehrere Personen mehrmals. Und das ist alles andere als selbstverständlich bei Sendungen, die inzwischen so alt sind. Ich habe neulich, und es ist nicht böse gemeint, aber ich habe neulich zum Beispiel aus Spaß mal versucht, eine alte Folge Klimbim zu gucken, auch aus den 70ern. Und so toll ich die damals fand, heute funktioniert das so nicht mehr. Jedenfalls, wenn man gar keine Drogen nimmt. Wahrscheinlich mein Fehler. So gesehen ist das Adjektiv zeitlos geradezu für Otto Walkes erfunden worden. Und das sage ich ganz bewusst im Jahr eines beliebigen runden Geburtstages. Otto Walkes hat außerdem immer wieder den deutschen Lyrikkanon enorm bereichert mit wirklich unvergänglichen Zeilen wie der Förster, der gern Möhren dörrt, sagt, wer den Hirsch beim Röhren stört, dem hau ich meine Möhren achtkantig um die Öhren. Und da ist wirklich alles drin, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt fragen, warum gibt es denn dafür nach all den Jahren ausgerechnet den Bayerischen Kabarettpreis oder für Trapp, Trapp, der Trapper und Tripp, Tripp, der Indianer, dann entgegne ich schlagfertig, falsche Frage. Die richtige Frage lautet, warum gibt es den Preis erst jetzt, meine Damen und Herren? Das Werk von Otto Walkes beweist geradezu, selbst absichtlich botschaftslose Pointen können ausgesprochen klug sein.
Auch wenn das vielleicht zwei bis drei Studienräte immer noch schockiert, man kann tatsächlich auf sehr hohem Niveau sehr albern sein. Und niemand sollte sich jemals entschuldigen, wenn etwas einfach nur lustig ist. Sich sowas auszudenken, ist in Wirklichkeit das exakte Gegenteil von einfach. In diesem Sinne, lieber Otto Waalkes, bin ich mir sicher, du hast schon vor Jahrzehnten, wie jeder junge Friese, davon geträumt, eines Tages den Bayerischen Kabarettpreis zu gewinnen. Damals in diesen langen, mondlosen Nächten hinterm Deich. Heute ist es endlich soweit. Herzlichen Glückwunsch und im Namen des gesamten Saales danke für alles. Der Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises 2018 geht an Otto Waalkes. Ich habe wirklich davon geträumt. Aber, und als ich den Anruf kriegte vom Bayerischen Rundfunk, habe ich überhaupt kein Wort verstanden. Der Otto, ja, grüß Gott, ja, Otto. Wo man immer her, wo sind die Worte? Aber dreimal haben wir ja gesehen, oder? So. Und damit konnte ich sagen, ja, gerne. Und nun bin ich hier. Also irgendwie, es war für mich, ich muss zugeben, die Einladung hier und die Auszeichnung ist für mich eine doppelte Überraschung. Denn schließlich bin ich kein Bayer. Sagen Sie das nicht, das ist jetzt irgendwie ein Geburtsfehler oder sowas. Nein, ich bin kein Bayer und auch kein Kabarettist, aber trotzdem bin ich immer ein kleiner Friesenjung geblieben. Ich bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Jetzt seid ihr dran. Oh, Friesenjung. Ja, das hin. Gib mir noch eine Chance, come on. Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner, und ich wohne hinterm Deich. Und ich wohne hinterm Deich. Sehen Sie, es geht doch, man versteht mich hier, das ist doch wunderbar. Dankeschön, jetzt darf ich erstmal applaudieren. Das war nicht genial. Aber Sie merken schon, ich bin wertfreie Alleinunterhaltung und so habe ich mich da, bis dahin habe ich es geschafft. Dankeschön. Ich muss ja irgendwie motiviert sein, dieser Preis. Was hab ich noch gemacht? Ich habe in den letzten Jahren das Faultier Sid gesprochen in dem Animationsfilm Ice Age. Mami, Diego, wo seid ihr? Die Eiszeit beginnt, es geht los. Wer aussieht, sollte nicht zu wählerisch sein. Sid? Ja? Du kannst doch gut Französisch. Ja? Bilde mal einen Satz mit dem Begriff Boulevard. Beim Melken wird dem Melker klar, dass die Kuh ein Boulevard. Ich habe zwei Haustiere, zwei Hamster. Der eine heißt einer, der andere zwei. Wenn einer stirbt, habe ich immer noch zwei. So. Und jetzt zu Weihnachten kommt jetzt ein Film auf uns zu. Zu Weihnachten gibt es einen Film, einen Animationsfilm. Da spreche ich einen ganz gemeinen Fiesling aus Amerika. Also nicht Trump, nein, das ist der Grinch. The Grinch. Und der möchte den Kindern das Weihnachtsfest versauen. So, ich habe einen Plan, ich werde ihnen das Weihnachten stehlen. So in dieser Richtung. Und das kommt mir, glaube ich, gelingt, eine große Herausforderung für mich. Und dann Jingle Bell, Schlittenfahrt im Schnee, die Abgaswerte stimmen nicht, ist ein Diesel von VW. Das war so meine. Aber es gibt immer noch viele, viele Fragen, die ich auch gerne beantworten sehen möchte. Zum Beispiel, stammt der Mensch vom Affen ab? Stumpft das Kind beim Gaffen ab?
macht die Frau beim Schaffen schlapp. Wie lang ist ein Giraffengrab? Wo werden die Karaffen knapp? Schafft der Papst die Pfaffen ab? Legt man im Bett die Waffen ab? Was tun, wenn ich einen Schlaffen hab? Schadet Blasmusik aus Bremen oder gibt's dafür Tantiemen? Kann in der Nase bohren lähmen oder führt es zu Exzemen? Muss ich mich für Durchfall schämen oder mit den Arsch eincremen? Oder was sind das für Menschen, Omas, die sich tätowieren, um Opas so zu stimulieren? Elfen, die ihr Bein rasieren, Priester, die ihr Schwein halbieren, Luden, die für Schmutz kassieren, Schniel, die den Wutz massieren, Frauen, die beim Servieren frieren, Iren, die nach Bieren gieren und ich sehe auf allen Vieren Justin Bieber einmarschieren und er leiht die letzten Worte, ist auch Koks in meiner Torte. Dankeschön. Ich denke, das Ding mit Stolz und Demut. Dankeschön. Servus aus dem Lustspielhaus aus München. Tschüss.